Wenn es im Skigebiet an Roselinser Heide so tönt, dann ist er am Werk. Ich bin Romano Meier, ich bin seit 6 Jahren bei der Lenzer Heidbergbahn, bin der Pistenrettungschef und bin für die ganze Sicherheit am Berg zuständig. Je nach Wetterlage und Schneedeckeaufbau ist das Risiko für einen Lawinenabgang anders. Es braucht eine grosse Erfahrung und Gebietskenntnis, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, denn kein Tag ist in den Bergen gleich wie der andere. Eins aber ist klar. Das Wichtigste ist die Sicherheit für die Gäste und die Mitarbeiter. Wir sprengen Lawinen, weil wir die Sicherheit gewährleisten auf den Pisten. Wir sind 2 Meter bis am Pistenrand raus zuständig. Und uns darf es nicht passieren, dass eine Lawine auf die Piste kommt. Im Skigebiet der Roselinser Heide sorgen 32 Patrouilleure für die Sicherheit auf den Pisten. 26 davon haben eine spezielle Ausbildung und dürfen Lawinen sprengen. Wann rücken wir aus, sprengen, Romano? Wir kommen in Einsatz vor allem im Vorwinter, weil wir da mit dem Altschnee sicher Probleme haben, einen schlechten Schneeaufbau. Und während dem Winter ist natürlich, wenn es stark luftet oder wenn es ergiebige Schneefälle hat, wenn wir sprengen. Pro Saison stehen die Sprengteams von Roselinser Heide ca. 30 bis 50 Mal im Einsatz und brauchen etwa 4 Tonnen Sprengstoff. Es gibt ganz verschiedene Arten, um eine Lawine zu sprengen. Im Gebiet haben wir Örtlichkeiten, wo wir nur mit dem Helikopter herkommen. Und dort ist man natürlich sehr vom Wetter abhängig. Dort haben wir automatische Anlagen wie die Lawinensprengmast, die wir im Herbst bestücken, wo 5 Kilo Sprengstoff drin ist. Und dann können wir vom Computer aus können wir das anwählen und dann schickt es den Sprengstoff raus und detoniert in der über der Schneedecke. Diese Anlage kann der Romano also bequem vom Tal aus steuern. Aber die meisten Lawinen werden mit einer Handwurfladung gesprengt. Wenn wir vor Ort gehen, tun wir Handwurfladungen. Dort ist der Nachteil, dass wir Detonation in der Schneedecke hin und dann verpufft es. Also wir haben nie den Wirkungsradius. Also wenn wir Oberflächenschneesprengungen machen, wie mit einer Sprengseilbahn, wo wir es aufhängen. Was passiert denn eigentlich genau bei einer Sprengung? Ihr könnt euch vorstellen, eine Detonation ist wie eine Kugel, die sich ausbreitet. Und es braucht ja nicht Sprengung im Schnee, es braucht nur einen Touch eigentlich auf die Schneedecke, die so eine Schwachschicht zum Kollabieren bringt. Es hat Schnee gegeben. Schon in der Nacht fangen die Patrouilleure mit der Vorbereitung für das Lawinensprengen an. Jeder weiss genau, was er machen muss. Die Pistenmaschinenfahrer, Beschneier, Bahnangestellte und Mitarbeiter der Bergrestaurants sind informiert, dass gesprengt wird. Wenn die Zentrale das okay gibt, dann lassen Romano und seine Leute los. Nach der Sprengung sind die Pistenmaschinenfahrer am Zug. Ein Lawinenkegel, der teilweise auch in der Piste landet, kann bis zu 4 Meter hoch sein. Die Schneemassen müssen zuerst wieder verteilt und die Pisten präpariert werden. Aber meistens schaffen es der Romano und sein Team, dass die Piste rechtzeitig für den Skibetrieb freigegeben werden kann. Dann der Skiwagen wäre fertig präpariert und ist fliegen. Der Romano ist für die Sicherheit auf der Piste verantwortlich. Wer abseits fahren will, macht das auf eigenes Risiko. Wir geben Informationen heraus, wie den Freeride-Checkpoints mit dem Lawinenbülten. Und wir geben auch die Gefahrenstufe an. Wichtig ist einfach für die Leute, die neben rausgehen, dass sie gut ausgebildet sind, dass sie das Sicherheitsmaterial wie ein Lawinensuchgerät, Schaufeln, Sonden dabei haben. Der Mitarbeiter mit Sprengkraft, Romano Meier,
Bereichsleiter Piste- und Rettungsdienst bei den Lenzer Heidebergbahnen. Nächstes Mal gibt es sportliche Action. Schauen Sie am besten die ganze Saison an rosalenzerheide.ch.